Jetzt wollen wir mal ein paar erste Python-Elemente kennenlernen. Und ich fange nochmal mit Variablen an. Und ich schreibe da gleich mal hin eine Überschrift hier, Variables. Und das muss natürlich Markdown sein und dann funktioniert das Ganze auch. Variablen sind also beispielsweise a. A ist gleich, sagen wir mal, 3. Und jetzt habe ich der Variable a den Wert 3 zugeordnet. Wenn ich das ausführe, sehe ich erstmal nichts, sondern ich muss das Print-Command mit a schreiben und dann sehe ich das Ganze hier unten ausgeführt. Jetzt muss ich mit diesen, jetzt sind ja diese Gleichheitszeichen, ist ein Operator, oder wenn ich hier hinschreibe, plus 4 für das Ganze aus, dann ist dieses Plus auch ein Operator und wenn ich hier ein Minus hinschreibe, ist das auch ein Operator. Warum ist das jetzt wichtig? Man kann manchmal den Fehler machen, wenn man eine Variable durchnummerieren will, dass man jetzt hier nicht hinschreibt A3 zum Beispiel, dann würde das Ganze funktionieren. Also wenn ich hier A3 habe und hier auch A3, dann klappt das. Natürlich machen wir was anderes, damit man sieht, dass auch klappt. Aber was manchmal gemacht wird, ist, dass man hinschreibt A-3 ist gleich 4. Und wenn ich das jetzt hier mache und führe das aus, dann kriege ich hier einen Fehler. Und hier steht, ich kann nicht den cannot assign to operator. Also man kann, hier wird etwas zugeordnet, die 4 wird jetzt diesem A-3 zugeordnet. Tatsächlich ist das aber kein A-3, sondern ein A-3. Und ich kann nicht den Wert 4 einem A minus einer Rechnung zuordnen. Das funktioniert nicht und deshalb gibt es hier den Fehler. Also wenn man nicht das direkt hier oben machen will mit A3, sondern hier ein bisschen Abstand haben will, dann muss man immer einen Unterstrich mit dazu nehmen und dann funktioniert es hier auch ganz wunderbar. Und wenn ich dann hier unten minus Unterstrich mache, dann kommt auch hier wieder ganz normales Ergebnis raus und funktioniert. Das ist also mit diesen Variablen, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Eine andere Sache, die sehr schick ist hier, was vermutlich schon aufgefallen ist, dass das Ganze ein bisschen bunt ist. Und das ist sehr praktisch, weil dieses Bunte einem gewisse Informationen gibt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier, ich habe da oben noch das A3 angenommen, ich möchte auch das A3 mit ausgeben, jetzt mache ich mal hier Print und schreibe dann hier A3 hin. Und was man sieht ist, also wenn ich das ausführe, wird man erstmal merken, dass da nichts rauskommt, sondern ein Fehler ausgegeben wird, eine Fehlermeldung ausgegeben wird. Und man sieht, dass das Print schwarz ist. Und schwarz heißt, das ist noch nicht farbcodiert, beziehungsweise es wurde noch nicht als irgendein Befehl erkannt. Erst wenn ich jetzt eine Klammer mache, wird das Ganze hier grün. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass das eine Kontrolle ist, ob der Befehl komplett richtig ist, weil man hier fehlt eine, das Schließen der Klammer. Also wenn ich das ausführe, kriege ich hier auch eine Fehlermeldung. Erst wenn ich es zumache, sehe ich, dass das Ganze okay ist. Aber man sieht es ein bisschen an der Klammer hier, die ist jetzt gerade schwarz. Wenn ich sie zumache, wird die hier auch grün. Also über diese Farbkodierung hat man hier gewisse Informationen darüber, ob die gesamte Syntax hier schon mal richtig ist. Und wenn ich es jetzt ausführe, kommen ja auch richtige Ergebnisse raus. So, Operatoren, im Grunde genommen, das kann ich relativ schnell machen. Markdown ausführen. Das sind solche Sachen wie 4 plus 5, aber auch sowas wie, sagen wir mal, 7 mal 8 oder so. Das sind alles Operatoren, also plus, mal, geteilt durch und so weiter. Das sind alles Operatoren hier. Jetzt komme ich zu Listen. Listen sind was, dem wir sehr häufig begegnen. Gerade wenn wir in der Geochemie arbeiten oder in der Kosmochemie arbeiten, haben wir es eigentlich permanent, oder mit Daten vor allem, haben wir es permanent mit Listen zu tun. Also hier einmal Lists Markdown ausführen. Was sind jetzt Listen? Listen, in Listen stehen Zahlen drin. Zum Beispiel, wenn wir die Magnesiumkonzentration haben von einem Gestein, haben wir eine Liste mit diesen Magnesiumkonzentrationen. Also die könnten zum Beispiel aussehen, oder zunächst noch, so Listen werden immer in Klammern geschrieben, also zum Beispiel eckige Klammern. Und da stehen jetzt diese ganzen Magnesiumwerte drin, zum Beispiel 17,8,
19,4, 22,1 und so weiter. Jetzt habe ich hier eine Liste mit lauter Zahlen drin. Wenn ich das ausführe, kommt genau das Gleiche raus. Das ist okay. Ich kann diese Liste jetzt auch in eine Variable schreiben. Dann ist jetzt diese gesamte Liste hier in MG drin für zum Beispiel Magnesium. Wenn ich das ausführe, wie üblich, ich weise jetzt eine Variable hinzu, kommt nichts raus. Wenn ich hier jetzt MG hinschreibe, dann wird, ich könnte auch Print-MG hinschreiben, ich kann auch nur MG hinschreiben, das ist ein bisschen schneller. Dann wird immer das, was hier steht, diese Variable, die wird dann hier ausgegeben, weil hier keine Zuweisung ist, sondern einfach nur die Variable steht und dann kommt die hier raus. Und das ist dann eine Liste mit zum Beispiel den Magnesiumwerten. Ich kann auch noch eine zweite Liste haben, also ich könnte hingehen, könnte sagen, ich habe hier Magnesium vom Gestein 1, dann Magnesium vom Gestein 2 und habe hier wieder eine Liste und da steht es vielleicht drin 16,3, 20,9 und 18,5. Und jetzt kommt natürlich wieder nichts raus, aber wenn ich hier MG2 hinschreibe, sehe ich hier diese Liste. Und nachher möchte ich vielleicht mit einzelnen Elementen aus einer Liste arbeiten und deshalb können aus einer Liste einzelne Werte rausgeholt werden. Und das macht man, indem man hier auch wieder eckige Klammern hinschreibt und dann sage ich, welches Element ich haben will. Also aus MG2 vielleicht möchte ich die 20,9 haben. Und dann denkt man, man schreibt hier vielleicht eine 2 rein, können wir mal machen. Dann kommt die 18,5 raus, also das dritte Element. Und das kommt daher, dass man in der Mathematik und auch in Python nicht mit 1 anfängt zu zählen, sondern mit 0. Der Beginn ist ja immer 0. Das heißt, das hier ist Element 0. Das hier ist Element 1, das hier ist Element 2. Und 2 ist auch das, was hier ausgegeben wird. Das heißt, wenn ich 20,9 haben will, muss ich was eingeben? 1. Und dann kommt hier die 20,9 raus. Und das ist, wie man hier einzelne Elemente beispielsweise aus solchen Listen herausziehen kann. Jetzt lassen sich Listen auch verschachteln. Also ich kann jetzt hingehen und kann sagen, ich habe jetzt vielleicht Gestein 1 und noch Gestein 2 und es soll alles in einer Liste drin sein. Wie sieht es dann aus? Dazu mache ich das mal kurz weg und habe nur die beiden Listen hier. Und jetzt sollen die in einer Liste drin sein. Und dazu mache ich das wieder so wie gerade eben. Ich mache hier eine Klammer auf und hier unten eine Klammer zu. Dann, ich kann es mal ein bisschen einrücken hier, dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Und dann sind die beiden Elemente in dieser größeren Liste drin. Die müssen jetzt aber auch mit einem Komma getrennt werden. Das heißt, ich brauche noch ein Komma. Und dann habe ich jetzt hier Liste auf erstes Element, Liste auf zweites Element. Und das wäre jetzt meine Liste hier wieder für Magnesium in zwei Gesteinen zum Beispiel. Beispielsweise, wenn ich das hier ausführe, bekomme ich das hier raus. Und so wird es auch meistens geschrieben. So wie ich es jetzt hier geschrieben habe, kann man sich es vielleicht vorstellen wie in einem Excel-Blatt. Also erste Zeile vom ersten Gestein, zweite Zeile vom zweiten Gestein, die Magnesiumwerte zum Beispiel. Auch hier kann ich, wenn ich jetzt hier das erste Element raushole wieder, also das erste Element wäre dann die Nullposition, also MG und dann hier 0 reinschreibe und das ausführe, kriege ich hier jetzt natürlich die gesamte Liste. Weil das ist ja das erste Element in dieser gesamten Magnesiumliste hier. Und wenn ich jetzt das hier habe, also jetzt habe ich das erste Element, also das hier. Und wenn ich jetzt die 19,4 haben will, kann ich hier hinten einfach noch eine Klammer hinmachen und eine 1. Und jetzt hole ich hier die 19,4 heraus. Und so lassen sich hier einzelne Werte extrahieren. Und ich könnte jetzt auch noch zum Beispiel ein zweites Element, vielleicht die 20,9, also aus der zweiten Liste, auch das erste Element, die 20,9. Dann kann ich die hier auch addieren. Und kriege hier die beiden raus. Wenn ich den Mittelwert haben will aus den beiden, angenommen das wäre jetzt was interessant wäre, brauche ich natürlich eine Klammer, mache geteilt durch 2 und jetzt habe ich den Mittelwert aus diesen beiden hier. Und so lassen sich erste einfache Programme schreiben. Angenommen ich will jetzt immer von diesen Magnesiumwerten an der zweiten Stelle Mittelwerte haben, dann hätte ich hier eine kleine Möglichkeit, solche Mittelwerte auszurechnen. Es gibt auch noch weitere Klammern, also jetzt nicht nur solche eckigen Klammern, darauf gehe ich jetzt nur ganz kurz ein. Es gibt auch solche geschweifte Klammern und bei denen hat man immer so Key-Value-Pairs heißen die. Also schreibt man vorne
was hin, zum Beispiel Element 1, und dann kriegen die hier einen Wert, zum Beispiel 45. Und dann kann man hier hinschreiben Element 2 und hier 43 oder sowas, ja. Oder ich könnte hier hinschreiben, Magnesium ist 45, Silizium ist 43 und so weiter. Das nennt man dann Dictionary, weil hier vorne ist der Eintrag Magnesium und hier hinten kommt dann der Wert, also die Beschreibung für diesen Eintrag. Darauf gehen wir später mal ein. Ich erwähne es nur mal hier, weil das nennt man zum Beispiel auch, oder sowas in der Art, es sind auch JSON-Formate und JSON-Formate hat man vielleicht schon mal gehört. Aber wie gesagt, dazu mehr an einer anderen Stelle. Und ganz kurz, das ist nur ein ganz kleiner Einblick über Indents, weil man das oft sieht, weil man vielleicht Indents, weil man vielleicht irgendwo anders mal guckt nach Python-Programmen und dann sieht man diese Indents und fragt sich immer, was das bedeutet. Deshalb will ich hier einmal ganz kurz das nur erwähnen, ohne groß darauf einzugehen. Wenn man andere Befehle hat, die auch später kommen, zum Beispiel ein if-Befehl, und da steht jetzt if, also wenn a kleiner 3 ist, da braucht man so einen Doppelpunkt. So, und dann kommt, was dann passieren soll, zum Beispiel print a. Und was man jetzt sieht, ist, dass man hier so ein Indent hat, hier vorne. Und das macht jetzt Python hier schon automatisch und das braucht man auch, sonst würde das Programm nicht funktionieren. Also ich definiere mal kurz a ist gleich 2, jetzt ist a kleiner 2, das heißt, wenn ich das ausführe, sollte hier auch was rauskommen. Angenommen, ich hätte diesen Indent nicht, kriege ich hier einen Fehler. Funktioniert das nicht. Das heißt, alles, was zu dem if-Befehl gehört, was nach dem if passieren soll, braucht diesen Indent. Und deshalb sieht man oftmals in Python-Programmen diese Einzüge hier und die haben auch tatsächlich eine Bedeutung. Und arg viel mehr will ich an dieser Stelle hier erstmal gar nicht sagen, nur falls man es schon mal sieht, dass einem das ein bisschen klar ist. Und schließlich noch Kommentare. Kommentare. Ein Markdown wieder. Und dazu kopiere ich einfach mal schnell das hier. Wenn ich jetzt irgendeinen Kommentar hier machen will, ich mache mal das hier als so eine Gesamtliste, wie man es in der Regel sieht. Und ich möchte hier irgendwas hinschreiben, zum Beispiel. Damit ich mir etwas merken kann, kann ich jetzt einen Hashtag machen und dann schreibe ich hier hin, dies ist ein Kommentar. Und wenn ich das ausführe, wird es von Python ignoriert. Also diesen Teil ignoriert Python vollständig und ergibt dasselbe Ergebnis wie hier oben. Angenommen, ich würde den Hashtag weglassen und führe das aus, dann wird das hier mit betrachtet von Python. Python kann damit nichts anfangen und gibt hier eine Fehlermeldung aus. Und wenn ich den Hashtag davor habe, wird der Teil einfach ignoriert und das Ergebnis kommt raus. Und so kann man sehr praktisch Kommentare verwenden, um seinen Code ein bisschen übersichtlich zu gestalten bzw. ein bisschen zu annotieren mit eben Kommentaren.